Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Errungenschaft unter Wunder der Welt tadellose Beurteilung bekommen könnt. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach und zwar müsst ihr warten, bis Raiden Shogun im Bossfight ihre Spiegelkopien, also sie kopiert sich viermal oder dreimal besser gesagt, und eine von diesen Kopien ist die echte. Also insgesamt sind es dann vier, drei sind Kopien und eine sind die echte Raiden. Und alle stehen am Rand und schießen was auf euch. Und das, was sie auf euch schießen, diese Elektroangriffe, die unterscheiden sich tatsächlich. Der eine Kopie schießt ein X auf euch und die anderen andere Sachen. Und das heißt, ihr müsst eigentlich einfach nur darauf gucken, wo, von welcher Kopie oder von welcher Raiden kommt eben das X geflogen. Das ist die echte, die müsst ihr angreifen, ohne einer der anderen vorher angegriffen zu haben. Und dann bekommt ihr das Achievement. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Alles, was wir dafür tun müssen, ist im Kampf so weit fortzuschreiten, dass eben dieser Angriff getriggert wird. Und dann die richtige angreifen. So. Das ist es schon. Genau, jetzt müssen wir eben gucken, von wo kommt das X geflogen. Von da hinten kommt das X geflogen, das heißt, das ist die echte. Und dann, oh, dafür bekommt ihr das Achievement. Und das war's auch schon. Das heißt, ich zeige es euch nochmal, wie das Achievement heißt. Wie gesagt, tadellose Beurteilung. Ich habe es leider schon freigeschaltet, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr bekommen. Noch leichter geht das Ganze tatsächlich, wenn ihr einen Bogencharakter benutzt. Dann könnt ihr schon auf Distanz angreifen, aber ist vollkommen egal. Genau, ist unter Wunder der Welt und heißt eben tadellose Beurteilung. Schlag nur den richtigen Gegner nieder und damit ist eben die richtige Kopie oder die richtige Raiden Shogun während dieser Fähigkeit gemeint. Damit sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.